Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu unserem Geburtsberichtsvideo. Ich habe mir gedacht, oder wir haben uns gedacht, wir drehen das auch für euch, weil viele das interessiert. Ihr habt wahrscheinlich schon unser Geburtsvideo gesehen, denke ich mal. Vielleicht auch nicht, ich werde es euch unten in die Infobox verlinken. Da kann man eigentlich schon einen guten Eindruck von der Geburt zwar bekommen, aber wenn ich nochmal erzähle, wie es war, dann habt ihr vielleicht ein besseres Bild dazu, oder wie das dazu gekommen ist, weil im Vlog sieht man ja nur die Geburt so an sich, so die Schmerzen ein bisschen, aber man weiß ja nicht, wie lange hat es gedauert, wie war es schmerzhaft, war es nicht so schmerzhaft, wie war es für den Papa, wie war es mit Corona und so weiter. Corona war nicht dabei. Ich habe es nicht gesehen. Also darüber werden wir heute ein bisschen erzählen. Und ja, also, Papa, fang an. Liegst du da noch hin? Also am Anfang habe ich so Schmerz in den Unterleib. Nein, also wir. Ich war nicht schwanger, aber ich war dabei. Nein. Ich habe die Schwangere dahin geführt, in der Früh. Also okay. Wie ihr vielleicht wisst, ist der kleine Philipp ja 8 Tage nach dem errechneten Geburtstermin gekommen. Und unsere größte Sorge war immer, dass er zu Hause kommt. Das ist einmal eigentlich unser größter Stress. Ja, das stimmt schon. Also ich bin froh, dass das nicht so war und genau. dieses Erlebnis. Chaos und jetzt kommt Bauchschmerzen, fahren wir, holen wir die Rettung, nicht Gott. Passiert ist, weil das wäre für mich viel zu stressig gewesen. Für uns alle einfach. Deswegen sind wir mal froh, dass es nicht so gekommen ist, weil das war unsere größte Angst von Anfang an. Und er kam dann doch ganz viel später und es war schon so knapp vor Einleitung. Also das war auch dann meine größte Angst, weil ich wollte nicht eingeleitet werden. Und der Arzt, also ich habe meinen Arzt so ausgemacht, dass er bei quasi 10 Tagen eingeleitet wird. Das wäre am Montag gewesen, also genau. Am 18. Aber da der Papa am nächsten Tag einen Termin hatte, bei einem wichtigen Arzttermin, habe ich... Ist ja früher gekommen. Er hat gesagt, okay Papa, lass den Termin, ich komme früher. Genau. Nein, wir wollten ja, also ich wollte das... Ich habe mir gedacht, komm, machen wir den Tag früher, weil der Arzt hat gesagt, wir machen am 18. die Einleitung. Aber wir haben dann uns für den 17. entschieden, also für den Sonntag haben wir da den Einleitungstermin gehabt. Und am Samstag, also einen Tag nach Michelles Geburtstag, weil das war Michelles Stress, dass er an ihren Geburtstag kommt, also am 15., ist er ja auch nicht gekommen. Und am 16. habe ich meinen Corona-Test gehabt, weil ich musste ins Krankenhaus fahren, einen Abstrich machen, damit ich dann am nächsten Tag aufgenommen werde. Genau, weil sonst... Ja, das ist halt bei uns in Österreich so. Ja. Wenn man eine Operation hat oder man muss ins Krankenhaus, dann muss man mal einmal einen Covid-Test machen und dann danach wird man erst stationär aufgenommen. Ja, und wir sind in der Früh aufgewacht. Um 5.30 Uhr war unser Wecker. Da habe ich dir schon gesagt... Aber ich habe schon, also man hat schon gespürt oder gespürt, nicht, weiß nicht. Im Nachhinein kann man das vielleicht sagen. Ich weiß nicht, aber ja, als unser Wecker gegangen ist... Aber als du gesagt hast, dass du Schmerzen hast, das habe ich gedacht, oh, vielleicht kommt der doch heute, oder? Ja, waren wir uns aber auch noch nicht so sicher, weil es war nicht regelmäßig. Aber die Freude war da, also wenn es heute kommt, also damals, am Samstag, haben wir uns schon gefreut, also im Voraus, weil... keine Einleitung. Genau, und den Stress zu Hause, Auto, dies, das. Genau, das heißt, wir waren sowieso auf dem Weg ins Krankenhaus und ich habe dann bei der Geburtsstation angerufen, habe gefragt, Leute, ich habe heute Corona-Test, was soll ich machen? Ich habe ein bisschen Schmerzen. Ja, und dann warst du drin und dann bist du nochmal rausgekommen und hast gesagt, soll ich jetzt noch rausgehen? Ja, ich weiß nicht, war mir noch so sicher, weil erzähle ich euch dann gleich. Auf jeden Fall, ich habe angerufen und die Dame am Telefon hat gesagt, kommen Sie dann einfach rauf, nachdem Sie den Corona-Test gemacht haben, schauen wir uns das Ganze mal an. Okay, dann sind wir halt losgefahren, Corona-Test gemacht und der Papa war kurz Kaffee sich holen und dann habe ich gesagt, was soll ich jetzt machen? Soll ich da habe ich noch im Auto gewartet, bis wann du... Genau, dann hat er gesagt, na geh rauf und lass es anschauen, weil die Schmerzen waren nicht regelmäßig. Also sie waren, ich hatte nicht so 2 Wehen, vielleicht eine zu Hause. Das ist so wie bei Marz, also wenn man bei Marz ist, dann hat man keine Schmerzen mehr. Ja. Und dann, wenn man zu Hause ist, oh, scheiße, hab wieder die Schmerzen. Genau, deswegen der Papa gesagt, na komm, wenn wir schon da sind, dann geh mal rauf, lass es anschauen. Und deswegen bin ich dann halt raufgegangen, er ist zurück ins Auto, weil da durfte er nicht mit. Okay, dann hat die da Hebamme mich dort, die mich quasi entgegengenommen hat. Sie hat mich gleich ans CTG angeschlossen, um zu schauen, ob Wehen da sind. Und dann am CTG habe ich dann so 2 Wehen gehabt. Dann habe ich schon gewusst, naja, es geht schon, sicher los. Mm. Mit Papa die ganze Zeit auf WhatsApp geschrieben. War ein gutes Gefühl zu lesen. Also zu sehen und zu lesen auch. Zu wissen auch, ja, es geht los, Gott sei Dank. Und die Hebamme hat, ich habe halt einen Stress gehabt, weil ich wusste, ich habe Wehen, ich sitze hier am CTG.
der Papa ist nicht da, ich hatte Angst, dass er nicht rein darf oder so. Und sie hat gesagt, nach dem CTG untersuche ich sie und wenn so die Geburt losgeht, so, wenn es Anzeichen dazu gibt, dass die Geburt losgeht, dann darf er raufkommen. Und dann hat sie mich halt untersucht und dann war ich halt 4 Zentimeter weit offen und deswegen durfte ich ihn anrufen und ihn raufholen. Und wie war das eigentlich dann? Ich habe dir geschrieben und dann... Ja, dann bin ich raufgekommen, habe ich auch einen... Warte mal, du musstest dich ja auch anmelden. Ja, aber ich habe keinen Test gemacht, sondern mir wurde nur die... Temperatur abgemessen. Genau, Fieber abgemessen, war alles okay, 41. Ja, dann habe ich mich eintragen müssen, wie ich heiße, wo ich wohne und bla bla bla, so, wo ich hingehe. Ja, ja. Und dann bin ich zu dir raufgekommen. Ja, es war aber nicht so leicht, weil Geburtsstation gab es 3 Bereiche und ich habe natürlich... Wir haben alle Falschen probiert und dann ganz zum Schluss... Ich verstehe das nicht, wir waren schon so oft da oben. Ja, aber immer wieder ein neues Gefühl und neue Weg. Typisch Papa, also Orientierungslos. Wir mussten dann auch, also ich habe die Maske die ganze Zeit getragen und der Papa musste die Maske auch die ganze Zeit tragen, also Info im Kreißsaal. Nur die Hebamme hat zu mir gesagt, wenn sie draußen ist und, also quasi mein Mann auch da ist, dann dürfen wir die Masken runternehmen. Und das war wirklich super angenehm. Weil sie war auch nicht die ganze Zeit bei uns, weil ich sie nicht gebraucht habe. Sie hat sich zwar immer angeboten, brauchen Sie was von mir oder so. Und ich habe immer gesagt, nein, also alles gut, wir schaffen das alleine. Weil was soll sie großartig tun? Außerdem, die haben eine Erfahrung, ne? Eben. Dann sind das erste Baby. Genau. Deswegen habe ich zu ihr gesagt, sie soll ruhig draußen bleiben. Wenn ich sie brauche, rufe ich sie einfach. Und das war halt entspannend, weil der Papa hat zwar die Maske fast die meiste Zeit drauf gehabt. Ich habe eine coole Maske gehabt, ich glaube, das war XXXS. Er hat vom Krankenhaus eine bekommen. Die Ohren schon so gewesen, ich habe gedacht, ich fliege. Aber hast du nicht deine eigene FFP2-Maske gehabt? Na, das war von Eingang, von dem Portier oder was. Oder so. Ja, weil bei uns im Krankenhaus ist es sowieso, da war es noch nicht Pflicht, aber in Krankenhäusern war das schon Pflicht. War schon Pflicht, ja. Ja, die so war klein. So eng, da hat der Papa die ganze Zeit wie ein Affe ausgeschüttet. Ja, das hat so weh getan. Ich bin sehr froh, dass er schnell auf die Welt gekommen ist. Ja. Die Frauen, die sind 10 Stunden in den Wehen. Fallen die Ohren ab. Nein, aber es war auf jeden Fall, ja, dann war der Papa da und dann war der Stress auf jeden Fall mal weg und das quasi er das irgendwas verpasst oder so. Und es ist auch eine Hilfe für die Frau, dass der Mann dabei sein darf. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Papa ist ganz verliebt natürlich. Wir sind alle super verliebt. Ja, er riecht so neu. Ja. Nach Milch mit Titis. Nach Milch mit Titis. Wieso so? Unglaublich, wie ein Mensch ist. Wie das Leben beginnt eigentlich. Wenn man so denkt. Ne? Ja. Ein Wahnsinn. Ja, was können wir euch noch erzählen? Wie die Geburt so war? Wie waren die Schmerzen? Also ich habe keine Schmerzen gehabt, außer... Hungerschmerzen? Ja, also Magenschmerzen. Mein Magen hat die ganze Zeit geknurrt. Ich dachte, okay, entspann dich, bald kommt Mittagessen für Mama. Und dann reinballern. Nein, das war auf jeden Fall... die Schmerzen waren gut zu ertragen, also, oder? Sie waren... Ich weiß nicht, ich habe keine Schmerzen. Naja, wie hast du mich empfunden? Also ich war eigentlich entspannter als beim alle anderen Geburten, weil ja. Warum? Ich habe sehr vor Erfahrung gehabt, also ich habe es gewusst, aber trotzdem war es so, ja. Aber trotzdem war so ein auch ein Angstgefühl, den anderen Augen zu schauen, wie er sich genau quält mit Schmerzen und du kannst dagegen nichts tun, außer ja, ein bisschen streichen, dies, das. Aber es war trotzdem sehr emotional. Also ich habe es auch geweint, auch vor der Geburt ein bisschen und auch bei der Geburt. Ich habe eigentlich an alle Geburten von den Kindern geweint. Ja. Jetzt stellt euch nicht vor, wie sondern mir sind nur die Tränen. Ja. Also wie geht der Papa jedes Mal geweint und ja, das ist halt so. Aber das ist halt eher zum Schluss. Aber davor, zu den Schmerzen, muss man schon sagen, dass man wirklich vergisst. Ich hab zu dir gesagt, man vergisst tatsächlich, wie das die Schmerzen schmerzhaft sind. Weil nachdem das Baby dann auf der Welt ist, vergisst man alles. Genau. Alles ist ausgelöscht. Aber es ist gut, dass der Körper so ist, weil wenn man nicht vergessen würde, dann würde man wahrscheinlich nur ein Kind machen und das war's. Alles zu. Ja, es gibt wahrscheinlich Frauen, die ganz, ganz, ganz schlimme Erfahrungen machen, die dann wahrscheinlich ja, nicht so das Bedürfnis haben nach mehreren Kindern. Aber das war bei uns Gott sei Dank noch nie da, Gott sei Dank. Ja, auf jeden Fall, es war halt ein bisschen schmerzhaft, wie Wehen halt so sind. Man ist ein Ziehen im Rücken und dieses Ziehen im Unterleib.
Du hast diesmal keine Spritze bekommen, gell, für Schmerzen. Die habe ich ja nur bei Patrick und Michelle genommen. Ja. Der war bei meinem PDA. Bei Patrick PDA, ja. War ich 19 Jahre. Und dieser PDA, das ist... Ich habe es immer wegschauen müssen, weil... Ja, der Papa hat Angst, ich kippe um. Papa hat Angst vor dieser Spritze. Auf jeden Fall mehr Angst als ich. Also ich finde die PDA... So, der Nadel ist sicher so, oder? Na. Oh ja, und urdünn, dann kommt hinten in... Ich finde es ja, wenn man eine PDA braucht, dann soll man sie nehmen. Ich fand es beim Patrick super erleichternd. Ich war da 18? Oder nein, war ich schon 19. 19 Jahre und man ist jung und man weiß nicht, was... Gerade bei der ersten Geburt weiß man nicht, was auf den Zug kommt. Also wenn ihr die Möglichkeit habt und ihr die PDA braucht, nehmt sie. Sie ist super toll. Bei der Michelle hätte ich sie nicht gebraucht, aber das war ein Notfall. Weil bei der Michelle, sie hatte die Nabelschnur um den Hals und dann haben sie gesagt, so jetzt schnell PDA und Wehenmittel reingeben, damit das Baby schnell rauskommt. Weil wenn nicht, hätte ich einen Kaiserschnitt gemacht. Deswegen haben sie mir die PDA gegeben. Aber ist dann eh alles super gegangen. Und ja. Bei den anderen drei hatte ich keine PDA mehr. Weil die waren sehr schnell, die Geburten. Und ja, und ich muss ehrlich sagen, bis zum Schluss, bei der Austreibungsphase, also beim Rauspressen, spürt man die PDA eh nicht. Also die PDA geht dann eh weg. Also der Schmerz ist eigentlich immer das gleiche. Presswehen sind halt, ja, heftig. Ach so? Ja. Ich habe gesehen. Hast du gesehen? Von das hat er am meisten Angst. Also von dieses Schreien, von dieses, dass es alles gut klappt und ja, beide danach gesund sind. Und das ist. Schreien ist ja eigentlich nur zum Schluss. Die Presswehen. Also davor spielt man Karten, gell? Nein, es ist natürlich schmerzhaft, aber da schreit man nicht. Das ist eher so ein... Ja, aber trotzdem, das macht auch Stress, also... Das macht auch Stress, aber das geht ja immer vorbei. Also wenn man ein Weh hat, also alle Mamas da draußen wissen, wie das ist, man hat immer dazwischen eine Pause. Außer man wird eingeleitet. Da habe ich gehört, da gibt es Wehensturm. Puh. Und vor das hätte ich Angst gehabt, dass man das sich nie irgendwie ausruhen kann. Schöner Wahnsinn, was ein Frauenkörper aushalten kann, was überhaupt eine Frau... Genau. Naja, auf jeden Fall, die Wehen habe ich ja gut veratmet. Man sieht ja auch mit dem Timer bei uns im Video 7 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr. Es ging dann gut voran. Und dann habe ich so ein Gefühl gehabt, dass es jetzt sehr intensiv wird, die Schmerzen. Deswegen habe ich zum Papa gesagt, er soll dann die Hebamme holen, weil ich bin ja während den Wehen, ich kann da nicht liegen. Ich bin immer gestanden oder am Ball gesessen. Das ist viel besser. Da geht erstens die Geburt schneller voran. Und ich finde, dass man die Wehen da besser veratmen kann als im Liegen. Aber ich war schon so müde einfach. Das war wirklich gut gemacht. Oh, danke. Ich war aber schon so müde, deswegen habe ich gesagt, ich muss mich ein bisschen hinlegen. Kannst du die Hebamme rufen? Und dann hat sie mich nochmal untersucht. Dann hat sie gesagt, okay, schon bei 7. Und sie hat gesagt, wenn die Fruchtblase platzt, dann wird der nach unten rutschen. Weil er war bis dato noch nicht nach unten gerutscht. Ja, ja. Und das war dann auch ein Stress los. Irgendwie, oder? Dass er nicht so nach unten war. Nein, nein, sie hat gesagt, das ist normal bei Frauen, die schon mehrere Kinder geboren haben, dass das so ist. Deswegen Aha. hat sie mich beruhigt. Und auf jeden Fall, ja. Dann hat sie gesagt, okay, hat sie sie ist dann neben uns gesessen, gell, während ja, ich ja. die Wehen gut veratmet habe. Also sie war dann wirklich da, das war super. Und ich musste die Maske nicht tragen, hat sie gesagt, weil zum Schluss muss man die Maske dann nicht mehr tragen als Schwangere. Ja, das wäre doch ganz arg, oder? Ja, das wäre, ich glaube, das wäre schlimm, ja. Weil du musst ja Luft holen, ne? Ja, klar. Und dann hast du irgendwas über den Mund. Ja, fand ich schon toll, dass ich es dann nicht Komische tragen musste. Zeiten, oder? Ja, ist halt so. Ja, auf jeden Fall hat sie dann gesagt, gut, wir wissen, wisst ihr was, ich werde jetzt die Blase aufsprengen, weil bei mir ist die Blase eigentlich nur bei der Lara, oder? Aufgesprengt, glaube ich, von selber. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, das sind schon so viele Jahre her. Bei mir, ich hatte noch nie eine Fruchtwasserplatzung zu Hause oder so. Bei mir war es immer im Krankenhaus Zum und Glück immer nicht. Kurz bevor das Baby rausgekommen ist. Also immer so. Auf jeden Fall hat sie sie dann aufgemacht mit so einem Gerät. Oder so einen kleinen Haken haben die da immer. Ich weiß nicht. Ich habe nicht angeschaut, was sie in der Hand hat, aber irgendwas mit der Hand hat sie gemacht. Ja, auf jeden Fall hat sie sie aufgebrochen und danach hat sie gesagt, so jetzt wird es schnell gehen. Aber dann, der kleine Philipp war sehr, sehr gemütlich. Er hat sich dann mega Zeit gelassen. Da gab es keine Wehen mehr. Da gab es keine Wehen mehr. Plötzlich eine halbe Stunde haben wir gewartet und gewartet. Das war aber auch gut für mich, weil ich konnte mich in der Zeit ein bisschen ausruhen. Also, man hat gemerkt, wie ich zu meinem Bewusstsein wieder zurückgekommen bin, weil ich hatte die ganze Zeit so einen Schüttelfrost, als ich mich hingelegt habe. Weißt du? Also mich hat's so, mein Körper hat sich die ganze Zeit so gerissen und das war schon... Ja, kann ich auch erinnern. Ja, auf jeden Fall ging es dann aber doch letztendlich los. Gell? So kurz vor 10 Uhr, 3 Presswehen und dann war er da. Ja. Und ja, er war, ganz klein. Er war ein großer Brocken. Deswegen, ich hätte gar nicht so gedacht, dass
ich habe sogar, also für den Kopf habe ich 2 Presswehen gebraucht und dann bei der letzten ist er rausgekommen. Also das war schon 4 Kilo 200 fühlen sich definitiv anders an wie 3500 bei der Luisa. Das fühlt sich schon anders an. Also das ist schon eine Packung Kilo. Ja, also das war schon ja, nicht so ohne, muss man ganz ehrlich sagen, diesen kleinen Wurm. Aber gut, dass alles geklappt hat. Es hat alles geklappt. Er war auch wirklich super schön. Also das war meine größte Angst. Ich weiß, meine auch. Ich habe auch Angst gehabt, natürlich. Weißt du, ich habe mir auch ein bisschen unsicher gemacht. Oder? Ja, aber der Papa stand neben mir und hat geweint. Also ich habe ihm ins Gesicht gesehen, wie die Tränchen so geronnen sind. Da denkt man sich so, Was könnte sein? Nein, nichts. Ich weiß ja, dass es nicht sein könnte, weil sonst hätte ich das der Hebamme auch im Gesicht abgelesen. Aber hat mich schon erschrocken. Vor allem eine Pressweh und er tut sich noch nichts. Nur der Kopf. Ich dachte schon, der Kopf ist so, nö. Kopf war noch nicht draußen. Ach, ich kann den Kopf schon sehen, hat sie gesagt. Und ich dachte mir, was habe ich denn da so gepresst? Aber ich kann mich trotzdem glücklich schätzen. Ich weiß, dass bei manchen diese Pressphase mehrere Stunden dauert. Das ist krass. Da haben wir schon Glück, weil bei allen Kindern kam man eigentlich doch bei 2-3 Pressfehlen raus. Von Patrick bis zu Philipp kam man doch relativ schnell. Dein Geburt ist auf alle Fälle nicht so leicht. Easy. Und dann, als sie ihn hochgehoben hat und ich gesehen habe, wie groß er ist, weil man hat gesehen, dass er ein Bär ist. Mhm. Wow. Ein Riesenbaby. Haben alle gesagt. Die Ärztin hat das auch gesagt und die Hebamme. Und wir haben sofort gesehen, dass er blond ist. Oder rot. Rötlichen Stich hat er wieder, Papa. Das ist der Dr. Rotbart Junior. Ja. Und unsere Geburt hat insgesamt, also von der ersten Wehe, die man zählen kann, die ich zu Hause hatte, so um 6.30 Uhr bis 10 Uhr, ja, 4 Stunden. Ja, war nicht so schlimm, oder? Es ist schnell eigentlich. Ja, manche dauert 4 Stunden nur diese, ja. Nein, das ist viel länger. Ich habe auch Erfahrung. Beim Patrick hat es 14 Stunden gedauert, bei der Michelle 14 Stunden. Ah ja, das ist gegen 17 Uhr oder so. Ja, bei der Lara war es in der Früh um 6 Uhr angefangen. Genau. Und meine bei der Lara waren es auch 4 Stunden. Das war heftig. Und bei der Luisa waren es sogar nur 2 Stunden. 2. Aber sie war auch viel kleiner, oder? Sie war kleiner, 3,5. Ein Kilo weniger fast. Ja. Und was wir noch anders gemacht haben, zwangsbedingt, was wir aber anders geplant hatten, ich wollte ja unbedingt ambulant entbinden, das heißt Baby auf die Welt bringen, dann ist man ja so ein paar Stunden im Kreissaal, das Baby wird gebadet, gewogen, gemessen und so weiter. Und Mama darf duschen. Mama geht baden. Geht im Spa eine Stunde. Der Papa wird reanimiert dort. Wenn der Stress. Atme. Und die Mama. Ja, sorry, ich habe mich versprochen. Hoppala, ich habe mich versprochen. Auf jeden Fall duschen. Und danach wollte ich sofort nach Hause mit dem Papa und mit dem Kleinen natürlich. Aber war dann leider doch nicht so wie geplant, weil unsere Hebamme in Quarantäne war. Sie war wahrscheinlich Corona-positiv oder hatte Kontakt sie mit Corona. Sie war Corona-positiv, genau. Ja. Und das nein, das weiß man ja nicht genau. So. Wir wissen ja nur, dass sie in Quarantäne war. Aber es kann ja auch sein, dass sie in Kontakt mit ihr gekommen ist. Dann muss man ja auch in Quarantäne sein. Also genau habe ich es jetzt nicht gewusst, aber auf jeden Fall war das so, okay, super, nee, was machen wir? Dann habe ich halt für mich spontan entschieden, oder wir haben das besprochen, dass ich dann dort bleibe, weil die ganzen Untersuchungen vom Baby, die ganzen ersten Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen und auch die Hüft-Ultraschall und die ganzen K2-Tropfen, die hätte ja sie ihm gegeben und somit habe ich mir das erspart, dass ich quasi jetzt herumfahre zum Kinderarzt oder mir eine andere Hebamme suche. Das wäre viel zu stressig gewesen, dass wir in so einer kurzen Zeit eine freie Hebamme finden und dass sie auch zu uns kommt und was weiß ich was noch. Und auch mit Corona-Zeit ist es auch viel schwieriger und unsicher, dass irgendeine fremde Person herkommt. Ja, deswegen haben wir dann gesagt, weißt du was, ich bleibe einfach hier, kann auch die Zeit mit dem Kleinen genießen, ein bisschen kennenlernen Zeit. Natürlich kennengelernt. Ja. Wie hat er geheißen? Bruder Baby. Auf jeden Fall war das dann super entspannend. Ich bin dann aufs Zimmer gekommen mit einer super netten Frau, die auch schon mehrere Kinder hatte. Und durch das, dass kein Besuch kommt, ist es, sie hatte auch einen Corona-Test, das heißt, sie war auch Corona-negativ. Weil bei uns wird man halt, wie gesagt, stationär nur aufgenommen. Ich durfte ja auch erst auf die Station, als mein Corona-Test dann da war. Ja, also, ich war auch so mit dem Herz, ich war im Keller, einen Tag.
Und danach bin ich im Zimmer gekommen. Im Keller? Nein. Ich war angekettet. Vielleicht hast du Corona oder nicht. Es dann. Aber ich bin ja auch am Anfang in ein Zimmer gekommen, wo ich alleine war. Ja, ganz. Und dann kam. Gefühl. Und dann kam mein Corona. Und das war ein ganz normales Zimmer bei uns. Aber ich dürfte das Zimmer nicht verlassen. Ja. Also Pipi und so weiter nicht. Also du hattest keine Toilette, na, bei uns gab es schon Toiletten. Es gibt keine Toilette. Mein Zimmer war Folterzimmer. Die haben mich gepeitscht in der Nacht. Corona austreiben. So eine Lüge. Komm, Corona, geh raus. Nee, Papa übertreibt ein bisschen. Also stellt euch das jetzt nicht so vor. Yeah. Ja, auf jeden Fall kam, weil viele auch, das war auch meine Angst, mich mit Corona anzustecken, aber da braucht man sich gar keine Sorgen machen. Also, ich habe Knoblauch zu Mama gebracht, dass, keine, dass sie beschützt wird. So ist das Leben mit einem Spaßvogel. Ja. Immer, nie kann man ernst bleiben. Ich habe die Mama schon eine Halskette mit Knoblauchzehen gemacht, dass ihr nie was passiert. Ich dachte Corona und nicht Vampir. Corona kommt auch nicht. Gegner, also. Mega Angst vor sowas. Ja, also ihr wisst Bescheid. Ja, und wie lange, ich war nur 36 Stunden dort, also Samstag ist das Baby gekommen, am Montag hast du mich geholt. Das heißt, ich war. Zum Mittag. Am Nachmittag? Nein, zum Mittag. Samstag war ich dort, also ja. Geburt und so weiter, dann habe ich von Samstag auf Sonntag. Nicht lang eigentlich, oder? Nein, voll nicht, ne? Ja, somit war es das. Unsere wunderschöne fünfte Geburt, spontan, wirklich eine Traumgeburt, auch wieder, sage ich. Jedes Mal würde ich es so machen. Und wir sind sehr froh, dass es nicht zur Einleitung gekommen ist. Und auch zu keinen Komplikationen, zu keinem Kaiserschnitt. Das war auch meine Angst. Was ist, wenn die Einleitung nicht funktioniert und man muss einen Kaiserschnitt machen? Weil, ich meine, natürlich ist ein Kaiserschnitt super toll, wenn er lebensnotwendig ist. Aber natürlich wünscht man sich das nicht als fünfte Geburt, wo alle super schön waren. Dann wünscht man sich einen schönen Abschluss. Weil es wird wahrscheinlich unser letztes bleiben, oder? Wieso wahrscheinlich? Die Wahrscheinlichkeit. Na, wir müssen schon, das ist unser letztes. Ja, das, wir sind jetzt komplett. Ja, wir sind zu sieben. Das komplett. Haben wir beim Patrick auch gesagt. Und bei Michelle. Nein, beim Patrick haben wir das nicht gesagt. Aber bei Michelle haben wir schon gesagt. Ja, haben wir gesagt. Beim Lara auch. Ja. Und beim Luisa auch. Und jetzt sagen wir, ja, wir sind komplett. Aber wir sind schon Eltern geworden. Wir können nicht, der Patrick ist schon bald 17. Ja, wie ihr seht, das ist wahrscheinlich noch ein offenes Kapitel. Nein, das ist immer so. Ja. Also dabei ist nichts. Dabei ist nichts geplant, ja. Na gut, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonnieren nicht vergessen. Ja, genau, falls ihr neu seid, dann abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Bye, bye.